Okay, wieder da. Wir sind hier wieder zurück zu Assassin's Creed. Ja, ich laufe gerade falsch rum, merke ich gerade. Wir müssen erstmal zum Aussichtsturm, ne? Wir müssen erstmal zum nächsten Aussichtsturm, um die Karte zu erweitern, ne? Was geht vor? Okay, ich habe lange jetzt nicht mehr gespielt. Ich muss jetzt erstmal wieder mich reinfinden, wie hier es so weitergeht. Warte mal, ich mache mal auch mein Mikro. So. Neben den Reitern ist es ganz schön schwer, das noch einzustellen hier. Okay, wir müssen links rum, so wie es auf der Karte erscheint, mit dem Symbol des Mondes, wo uns die Stadt Damakus, oder wie die Stadt auch immer heißt, uns erwarten wird. Tötet Und ihn! wie töten. Ja, genau, jetzt kommen ja erstmal ein paar Gegner an, oder was? Okay. Okay, das sind auch wahrscheinlich Wachen. Euer Die, Leben ist ja, verdient. die sind Tötet ihn! Haltet nicht ihn! freundlich, aber wir müssen ja wahrscheinlich auf den Turm. Du Deswegen gehörst mir! Findet ihn! klettern wir einfach mal auf diesen Turm. Er ist hier! Er ist hier. Ja, wo denn? Scheiße, die sind doch so intelligent, wie ich dachte. Nee, also, wie ich nicht dachte. Noch einer. Na komm her. Stirb. Danke. Stirb doch. Ja, na, komm doch her und fall nicht dich ständig so runter, du dumme KI. Bäm. So, jetzt sind wahrscheinlich alle weg, ja. Jetzt sind wir ganz möglich erstmal da hochklettern. Also hier beim ersten Teil ist man ja irgendwie, ja, ich muss man das eigentlich mehr oder weniger tun, um die Karten aufzudecken, um Missionen freizuschalten, um einen Attentat auszuführen auf eine bestimmte Person. Also man muss ja herausfinden, wie und wo und wann die Person da ist und warum wir sie töten müssen, etc. Und naja, langweilig finde ich das ja nicht, der ersten Teil. Manche sagen ja, der ist ja einer der schlechtesten. Mag sein, dass er einer der schlechtesten ist, aber das heißt nicht, dass er schlecht ist. So meine Meinung. Ich meine, das ist. Ja, man kann es als Test von Ubisoft sehen. Aber der Test ist für mich gut. Oder von Ubisoft, von mir als Meinung ziemlich gut gelungen. Klar, dass es da nicht so viele Dinge gibt wie jetzt in den jetzigen Spielen, dass man jetzt. Ja, Verbündete und so sich ja, rekrutieren kann, etc. und sowas. Oder dass die Animation nicht so super ist. Ja, das ist halt. Wann ist das Spiel rausgekommen? 2008, 2009? Ich glaube sogar noch früher, 2006, 2007. So rum der erste Teil. Ich meine, die Grafik ist gar nicht so schlecht. Sieht doch super aus. Spielt sich auch super mit 60 Frames. Ich meine, manche Entwickler hatten ja das Problem, dass die ganzen Spiele nicht mit 60 FPS liefen, weil die Technik nicht so ausgereift war. Also da war ja noch nicht DirectX 11. Bam. Und ja, da sind manche Spiele erst nur mit 30 FPS oder ja, so, sagen wir mal, mit Frame-Einbrüchen bei 60 FPS gelaufen, weil die ziemlich viel gefressen haben. Ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig. Ich denke mal schon. Und naja, es läuft hier ziemlich flüssig. Also bis jetzt hatte ich keine Probleme mit dem ersten Teil hier. Vielleicht wird sich ja noch was hier irgendwas stark ändern. Ich meine jetzt vom Spielinhalt her, man weiß es ja nicht. Vielleicht kann man ja irgendwas Neues machen. Mal gucken. Okay, noch 300 Meter. Und wir sind wieder untergetaucht. Wir sind inkognito. Ach, und schon wieder entdeckt.
da hinten müsste es dann auch sein. Okay, das ist auch hier nicht anders, dass es so einen Ladebalken oder sagen wir mal Zwischenwege gibt, wie den anderen Teilen. Ich erinnere gerne mal an Assassin's Creed. Ja, halt die Fresse. Ich erinnere mal an Assassin's Creed 2, wo man da mit hier Da Vinci, ja, es war Da Vinci, wo man da mit der Kutsche lang fuhr und da bin ich immer extra den ganzen langen Weg gelaufen mit dem Pferd, um da wieder in dieses andere Dorf oder in die andere Stadt da reinzukommen. Das war schon ziemlich nervig. Also es war viel länger als diese Wege hier. Schöne Stadt. Erinnert ein bisschen an Konstantinopel. So, wo müssen wir denn eigentlich hin? Es gibt nur ein Ziel, und zwar halt diesen Adler da, ne? Diesen Aussichtspunkt. Ja, man ist echt verpflichtet, die Aussichtspunkte mitzunehmen, ne? Scheint so. Weil sonst man ja nicht das Ziel irgendwie. Also ich weiß jetzt nicht, wo das Ziel ist. Ja, ich bin eigentlich dafür, dass wir auch wieder zurücklaufen, ne? Also, dass da der eine vielleicht. Also, ich meine, Schaden tut's ja nicht. Boah. Ja, das überfordert mich schon. Ich meine, vielleicht hätten wir auch jetzt den einen Aussichtsturm dann nehmen sollen, aber egal. Nee, ich rauf nochmal zurück. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher, wenn ich jetzt da runterrenne und alle Wachen töte, die da am Tor stehen. Für nix. Weißt du? Da gucke ich lieber nochmal nach den einen Aussichtsturm, der da gleich am Anfang stand. Nein, nicht gleich am Anfang, also am Ende des Weges zu dieser Stadt, wo wir hin wollten. Der ist ja gleich, glaube ich, hier. Ja, da ist er. Ja, markier jetzt, danke. Okay, nur 200 Meter. Alles klar. Dann gehen wir mal dahin. Einfach mal durchs Lager, wo die ganzen Wachen sind. Aber wie man auch voll verfeindet ist, man weiß gar nicht warum. Man ist einfach verfeindet. Okay, das sind die ganzen Templer wahrscheinlich, die uns auf den Sack gehen wollen. Werfen die gar nicht mit Stein? Dumm. Also nicht dumm, aber. Ja, so ist es leichter, Gegner abzuhängen, ne? So, mal gucken, ob das jetzt hier was geholfen hat. Wenn nicht, ist ja nicht schlimm. Wir haben ja niemanden getötet. Wir sind ja nicht verletzt, etc. Und wir können ja immer noch in unseren Heuhaufen springen. Yay! Gebracht hat's ja nicht, ne? Nur ein bisschen freigeschalten von der Map. Mit dem Büroleiter in Damokus reden. Ja, aber ich hätte kein Ziel, also. Ja, komm, dann gehen wir. Dann gehen wir halt zu diesem einen Aussichtsturm, der da markiert war. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, da irgendwie dann irgendwas freizuschalten. Ob ich jetzt wieder zu meinem Pferd komme, ohne. Mann, war das schlau. Lass den nicht entkommen. Ich bin doch schon wieder 100 Meter von euch entfernt, ihr Luschen. Na gut, dann gehen wir halt. Anscheinend den richtigen Weg. Und besuchen diesen einzigen Aussichtsturm. Von Dächern und in Marktstände, um sich einen Fluchtweg zu schaffen. Um sich einen Fluchtweg zu erschaffen. Okay, da sind wir wieder in Damokus. Die Stadt, die sich so ähnelt wie
Mann, ich habe wieder den Namen vergessen. Konstantinopel natürlich. Da ist unser Aussichtspunkt. Jetzt markier doch mal. Danke. Alle Missionsziele. Ja, da bleibt ja nur noch der Aussichtsturm übrig. Also, denke ich mal, dass es so richtig ist. Ja, das hat jetzt vielleicht 5 Minuten oder sagen wir mal 3 Minuten, 2-3 Minuten des Videos gekostet, aber ich glaube mal, ihr könnt ja auch immer noch vorspulen, wenn ihr denkt, da hat er Unsinn gemacht. Und ja. Ein Overview der Stadt. Ja, toll. War ja viel. War ja sehr viel. Bürger retten. Okay. Stirb, Templar. Oh, ich habe wieder Schaden bekommen. Jetzt stirb doch mal, danke. Oh, wie nah das gerade war. Willst du einen Kusch? Okay, haben wir den Bürger gerettet. Gelehrten helfen mir in einem Wachposten freizukommen. Drücken Sie leer, um zwischen ihren unterzutauchen. Ah, jetzt komme ich. Ah, okay. Jetzt weiß ich auch, wie ich durch diese Wachen da komme. Das ist cool. So mit so einem Geläuten. Das erinnert doch ein bisschen an die Prostituierten und an den, was waren die anderen Schläger? Ne, Schläger waren ja, sind ja nicht untergetaucht, ne? Aus Assassin's Creed 2. Die haben ja sofort angegriffen. Gut, da sind wir in Damakus. Bleib immer noch in meiner Gruppe, weil greifen können sie ja mich immer noch, weil hier ein paar Wachen stehen. Weißt du, fällt auch nicht auf, ne? Also, ich bin der Einzige mit roten Gürtel. Mit so einem roten Gürtel. Bisschen anders gekleidet? Nee, fällt nicht auf. Ach, da oben ist der Turm. Okay, dann gehen wir halt hoch. Irgendwie fehlen mir ein paar. Kletter. Sagen wir mal, wie ich. Kletterelemente, so. Irgendwie ist das so abgehackt von diesen, ne, Klettern. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob da irgendwas freigeschalten wird. Jo, es hat sich was freigeschalten. So. Okay, wer ist da unten? Taschendiebstahl, Ziel erfassen. Oh. Ich mach hier nichts, ich guck nur. Zu nah. Ah, jetzt. Hast du verstanden? Ja. Ich überbringe diesen Brief eurem Freund, dem Händler. Du weißt, an wen du dich wendest? An denselben Mann wie immer. Und wage es nicht, mein Ansehen in der Stadt zu beschmutzen. Wir haben viele Augen, viele Ohren. Und viele Waffen, ja. Genug, um die Redseligen zum Schweigen zu bringen. Ich weiß das zu gut. Ihr habt mein Wort. Gut, dann Beeilung. Die Zeit ist knapp. Oh, Bracke.